Sie hören den Artikel Jesus Christus, aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie. Mit dem Stand vom Der Inhalt steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 3Punkt 0 Unported und unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. Jesus Christus. Jesus Christus, Klammer auf, von griechisch Jesus Christos, auf Deutsch Jesus der Gesalbte, Klammer zu, ist nach dem Neuen Testament der von Gott zur Erlösung aller Menschen gesandte Messias und Sohn Gottes. Mit seinem Namen drückten die Urchristen ihren Glauben aus und bezogen die Heilsverheißung des Alten Testaments auf die historische Person Jesus von Nazareth. Kirchliche Lehren zu Jesus Christus behandelt der Artikel Christologie. Abschnitt: Die urchristlichen Quellen. Das Neue Testament überliefert die Botschaft von Jesus Christus in verschiedenen Literaturformen für verschiedene Zwecke. Erstens: In 21 Briefen an bestimmte christliche Gemeinden oder einzelne Personen mit missionarischen, seelsorgerlichen, praktischen und lehrhaften Inhalten. Zweitens: In 4 Evangelien, von denen 2 Jesu Geburt, alle 4 sein Auftreten, Reden und Handeln, vor allem aber sein Leiden, Sterben und Auferstehen erzählend darstellen. Drittens: In einer Apostelgeschichte, die den Verlauf der urchristlichen Mission unter Lenkung des Heiligen Geistes von Jesu Erscheinung nach seinem Tod bis zu der Überführung des Paulus von Tarsus nach Rom darstellt. Viertens: In der Johannesoffenbarung, die Endzeitvisionen in der Tradition der jüdischen Apokalyptik präsentiert. Den historischen Jesus kannte nach heutiger Forschungsmeinung wahrscheinlich keiner der Autoren des Neuen Testaments. Die Paulusbriefe, Klammer auf, entstanden 50 bis 60, Klammer zu, sind die ältesten urchristlichen Schriften. Ihr Autor erklärt sich zum Augenzeugen des auferstandenen Jesus, den er vorher nicht gekannt habe. Die Paulusbriefe enthalten einige Worte Jesu und biografische Details, aber keine Berichte von seinem irdischen Wirken. Die 4 kanonischen Evangelien, Klammer auf, entstanden zwischen 70 und 100, Klammer zu, erzählen Jesu Wirken und Schicksal auf verschiedene, auf ihre Adressaten zugeschnittene Weise. Vor allem die 3 synoptischen Evangelien bieten gemeinsame Stoffe, die meist mit der Zwei-Quellen-Theorie erklärt werden. Ihre Reihenfolge, Auswahl und Darstellung unterscheiden sich aufgrund verschiedener redaktioneller Konzepte. Ihre Glaubensaussagen über Jesus stimmen jedoch in den Grundzügen überein und ergänzen einander. Ihre ältesten Bestandteile stammen von Nachfolgern Jesu aus Galiläa, die die Jerusalemer Urgemeinde gründeten und Jesu Worte zuerst mündlich, dann schriftlich weitergaben. Von den urchristlichen Apokryphen, die nicht mit dem späteren Kanon des Neuen Testament aufgenommen wurden, kann vor allem das Thomas-Evangelium einige authentische Jesus-Worte enthalten. Sie können aus einer gemeinsamen Überlieferung mit der Login-Quelle stammen. Einige außerchristliche Schriften erwähnen Jesus beiläufig oder indirekt, heben ihn aber nicht als Retter der Menschen hervor. Alle neutestamentlichen Schriften verkünden Jesus Christus, seine Geschichte, sein Verhältnis zu Gott und seine Bedeutung auf verschiedene, aber im Kern übereinstimmende Weise als Evangelium, in Klammern Frohbotschaft, für die ganze Welt. Denn ihre Autoren glaubten an die Auferstehung Jesu Christi, die ihnen keine unbeteiligte Mitteilung biografischer Daten ermöglichte. Jesus war für sie kein vergangener, gescheiterter Wanderprediger, sondern der zur Rettung aller Menschen aus Sünde und Tod in die Welt gekommene Sohn Gottes, der den Gerichtstod auf sich genommen habe, von Gott auferweckt worden sei, nun für alle Zeiten lebe und sich selbst immer neu in Erinnerung rufe, bis er seine Botschaft am Ende der Zeit selbst wahr machen werde. Dieser Glaube veranlasst die Urchristen, Gemeinden zu bilden und zu gründen, Jesu Worte zu sammeln, aufzuzeichnen und als jeden angehende Botschaft weiterzugeben. Ihre Schriften wollen alle Menschen zum Glauben an den menschgewordenen, für sie stellvertretend getöteten und auferstandenen Sohn Gottes einladen. So wurde das Neue Testament zur Grundlage für das Christentum,
das seit etwa 100 als eigene Religion neben dem Judentum hervortrat. Der Name: Jesus Christus (latinisiert vom griechischen Ἰησοῦς Χριστός) ist das zum Namen konzentrierte Glaubensbekenntnis der Urchristen. Jesus (Ἰησοῦς) ist die griechische Form des hebräisch-aramäischen Vornamens Jeschua oder Jeschu, beides Kurzformen von Jehoschua. Christus ist die latinisierte Form des griechischen Wortes Christos, mit dem das hebräische Maschiach (griechische Übertragung Messias, auf deutsch Gesalbter) übersetzt wurde, das in der hebräischen Bibel für Könige oder Priester verwendet wird und sich im Kontext eschatologischer Erwartung auf den König Davids bezieht. Im Neuen Testament bezeichnet der Gesalbte (griechisch Christos) den wiederkommenden christlichen Heilsbringer der Endzeit, den Gott-Messias Jesus. Jesus Christus verbindet Vorname und Titel. Indem der männliche Artikel des Titels entfällt, wird dieser anstelle eines Verbs zu einer Apposition des Vornamens und damit zum Eigennamen des Namensträgers. Somit ist Jesus Christus ein griechischer Nominalsatz, der aussagt, Jesus ist der Gesalbte, das heißt der Messias. Damit identifizierten seine Anhänger die historische Figur des Jesus aus Nazareth mit dem erwarteten jüdischen Heilsbringer. Der Name Jesus Christus ist die urchristliche Bekenntnisformel. Sie findet sich in allen neutestamentlichen Schriften und stammt wohl aus der Missionspredigt (Kerygma) und Taufpraxis der Jerusalemer Urgemeinde, erkennbar in Apostelgeschichte 2,38 und 5,42. Der Philipperhymnus, einer der ältesten Christushymnen des Neuen Testaments, verkündet: Gott hat Jesus diesen Namen verliehen. Darum würden sich zu ihm eines Tages alle Zungen im Himmel und auf Erden bekennen. Philipper 2,9 – 11. Nach Markus 1,11 hat Gott sich bei der Taufe Jesu zu ihm bekannt und ihn als seinen geliebten Sohn erwählt. Auf dem Weg nach Jerusalem habe Jesus seine Jünger gefragt, Markus 8,27, unterwegs fragte er die Jünger: Für wen halten mich die Menschen? Sie sagten zu ihm: Einige für Johannes den Täufer, andere für Elia, wieder andere für sonst einen von den Propheten. Da fragte er sie: Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Darauf habe Simon Petrus als erster geantwortet: Du bist der Christus. Doch er verbot ihnen, mit jemand über ihn zu sprechen. Der Christustitel bezieht sich in den ältesten Bekenntnissätzen und Predigten der Urchristen immer auf Tod und Auferstehung Jesu, setzt also diese Ereignisse voraus und fasst ihre Heilsbedeutung zusammen. Von dieser nachösterlichen Perspektive aus zurückblickend erzählten die Urchristen die Geschichte des vorösterlichen Jesus. Matthäus 1,21 versteht daher schon seinen Vornamen als Hinweis auf seine Aufgabe: Du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von seinen Sünden retten. Der Vers spielt auf die Eigenbedeutung des hebräischen männlichen Vornamens Jeschua an, der im Judentum damals verbreitet war. Er enthält seinerseits mit der Vorsilbe Je eine Kurzform des Gottesnamens JHWH und eine Verbform von Yasa (helfen, retten). Er verweist also auf Gottes Handeln (Gott hilft, rettet), etwa in Jesus Sirach 6,42, oder appelliert daran (Gott helfe). Die Urchristen sahen Gottes Rettung durch Tod und Auferstehung Jesu Christi verwirklicht. Darum glaubten sie an die heilende Kraft seines Namens. Dieses Heilen war Bestandteil ihrer Anhängerschaft. So heilten sie laut Apostelgeschichte 3,6 auch unheilbar Kranke im Namen Jesu Christi. Simon Petrus verkündet in Apostelgeschichte 4,12: Denn es ist uns Menschen kein anderer Name unter dem Himmel gegeben, durch den wir gerettet werden sollen. Abschnitt: Die Auferstehung. Die Auferstehung Jesu von den Toten ist Hauptinhalt der urchristlichen Heilsbotschaft, die im Kern lautet: Jesus wurde für uns gekreuzigt und auferweckt. (1. Korinther 15, 3-5)
Diese Glaubensaussage beruhte auf bestimmten Erfahrungen mit Jesus nach seinem Tod. Er verkündigte den Jüngern schon vor seinem Kreuzestod seine Auferstehung dreifach an (Mt 16,21 – 23, Mt 17,22 – 23 und Mt 20,17 – 19). Das älteste Evangelium berichtet anfangs wohl noch nicht von Jesu nachösterlichem Erscheinen, sondern kündigt es in Markus 16,5 nur an. Auch die neutestamentlichen Briefe führen Jesu Auftreten nach seiner Auferstehung nicht aus. Lukas, Johannes und die Apostelgeschichte beschreiben die Auferstehung genauer. Unterpunkt: Die ersten Augenzeugen. Paulus ist der früheste Autor einer neutestamentlichen Schrift und erklärt, den Auferweckten selbst gesehen zu haben. Er übernahm von der Jerusalemer Urgemeinde um 36 nach Christus ein frühes Credo, verbunden mit einer Zeugenliste. Siehe 1. Korinther 15, 3-8. Jesus Christus ist gestorben für unsere Sünden nach der Schrift. Er wurde begraben. Er wurde auferweckt am dritten Tage nach der Schrift. Er wurde gesehen von Kephas, danach von den 12. Danach wurde er gesehen von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten heute noch leben, während einige schon gestorben sind. Danach wurde er gesehen von Jakobus, danach von allen Aposteln. Paulus zitiert hier den Glauben aller Urchristen und stellt dazu fest, dass viele Augenzeugen noch leben und befragt werden können. Dann fügt er seine eigene Jesusvision hinzu. Zuletzt von allen ist er auch von mir als einer missratenen Geburt gesehen worden. Mit dieser als Berufung erfahrenen Jesusvision begründet er, wie der Prophet Jeremia, seinen gleichberechtigten Auftrag zur Völkermission. Er beschrieb sein Damaskus-Erlebnis nicht näher, vergleiche Apostelgeschichte 9, 1-9, sondern betonte nur, er sah Jesus im Lichtglanz der Herrlichkeit Gottes, siehe 2. Korinther 3,38. Was genau diese ersten Zeugen sahen, war der Auferweckte. Dieser Ausdruck bezeichnet Gottes unsichtbares Handeln am getöteten Jesus. Das Bild des Weckens vom Schlaf meint die jenseitige Überwindung des Todes. Das Passivum Divinum drückt Respekt aus. Fromme Juden vermeiden es, Gott beim Namen zu nennen. Ihr Credo deutet aber auf diesseitige Erfahrungen. Es weist auf eine leibhaftige Begegnung mit Jesus hin und zugleich auf seine unvergleichbare, der Sterblichkeit nicht mehr unterworfene Seinsweise. Er ist wahrhaftig auferstanden, Lukas 24,34. Dieser frühe Bekenntnissatz bezog sich auf das aktive Erscheinen des Auferweckten vor seinen Jüngern. Beide Ausdrücke bezeichnen im Neuen Testament wie in der jüdischen Apokalyptik exklusiv Gottes Handeln. Das Sehen meint dort das Vorhersehen der Zukunft in einer von Gott geoffenbarten Vision. Siehe Daniel 7,1. Es war demnach kein gewöhnliches Wahrnehmen, sondern ein Erkennen, von dem die Beteiligten nur sagen konnten, dass Gott des Alten Testaments bzw. Jesus des Neuen Testaments es selbst bewirkt haben. Unterabschnitt: Das leere Grab. Der älteste Passionsbericht, den Markus übernahm, führte das urchristliche Credo erzählend aus und endete daher mit der Entdeckung des leeren Grabes Jesu am dritten Tag von Jesu Tod an. Siehe Markus 16, 1-8. Der Passionsbericht liefert folgende Darstellung. Nur noch Frauen von Jesu Anhängern waren dabei. Markus 15,40 und folgende. Einige sahen, wo er begraben wurde. Markus 15,47. Nach dem Sabbat wollten sie den Toten gemäß jüdischer Sitte einbalsamieren und so ehren. Markus 16,1. Dabei fanden sie sein Grab leer. Die Erklärung dafür gab ihnen ein junger Mann mit weißem Gewand, also ein Engel. Fürchtet euch nicht, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferweckt worden, er ist nicht hier. Seht dort die Stelle, wo man ihn hingelegt hat. Geht aber und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hergehen wird nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat. Das verweist auf die frühe Zeugenliste. Ihr Sehen wird demnach als Erkenntnis gedeutet. Gott hat diesen zuvor getöteten Galiläer auferweckt. Darum war sein Grab leer. Alle, die ihn nicht sahen, wurden auf einen Weg gesandt, auf dem er sich zu erkennen gab.
Das rief sie erneut in die Nachfolge. Der betonte Hinweis auf den Gekreuzigten stellt Gottes endgültiges Lebensschaffen gegen das unrechtmäßige Töten der Menschen und verweist auf die urchristliche Predigt in Jerusalem, siehe Apostelgeschichte 4,10: Ihr habt ihn gekreuzigt, Gott aber hat ihn auferweckt. Nur bei Markus endet der Bericht mit der Flucht der Frauen, die entgegen ihrem Auftrag nichts weiter sagen, siehe Markus 16,8. Das erinnert an die Flucht der Männer bei Jesu Festnahme, Markus 14,50, und macht klar, dass die Frauen diese zunächst gar nicht antreffen konnten. Es spielt auch versteckt auf Jesaja 52,15 an, wo von der Erhöhung des verachteten, für uns getöteten Gottesknechts die Rede ist. Jesaja 53,4 folgende: Denen nichts davon verkündet wurde, die werden es sehen, und die nichts davon hörten, werden es erfahren. Danach kann nur Jesu eigenes Erscheinen Entsetzen, Angst und Trauer überwinden, in Freude verwandeln und Glauben an ihn schaffen, Johannes 20,20. Damit legt der Text nahe, dass die Jesus-Visionen schon bekannt waren oder in oder unterwegs nach Galiläa, in Klammern Emmaus, Lukas 24,13, Klammer zu, erfolgten, also einige wenige Tage nach der Jüngerflucht und Jesu Tod. Der historische Gehalt der Grabüberlieferung ist stark umstritten. Einige neutestamentliche Forscher, in Klammern zum Beispiel Rudolf Bultmann, Hans Grass, Willi Marxen, Gerd Lüdemann, Klammer zu, halten den Text für eine späte apologetische Legende, die Jesu Auferstehung nachträglich beweisen soll. Auch Georg Strecker und Eugene Finnegan sehen in dieser Erzählung Merkmale sekundären legendarischen Ursprungs. Andere, Klammer auf, Hans von Krampenhusen, Ulrich Wilkins, Wolfhard Pannenberg, Peter Stuhlmacher, G. Spencer Kennard, gehen davon aus, dass die Auffindung des leeren Grabes am dritten Tag historisch war und erst Markus den Bericht davon mit der Engelsbotschaft und Jesu Erscheinungen verband. Für die Historizität spricht, dass die Zeugenliste keine Frauen, die Grabgeschichte keine Männer und nur Frauen nennt, die Zeugen der Grablegung Jesu waren. Diese hatten im patriarchalischen Judentum damals kein Zeugenrecht, so dass ihr anfängliches Schweigen plausibel wirkt. Nach Lukas 24,11 hielten die Männer ihre Nachricht vom leeren Grab für ein Gerücht, in Klammern, Martin Luther übersetzte Märchen, Klammer zu, und glaubten ihnen nicht, bis Jesus selbst sie überzeugte. Das legt nahe, dass die Erscheinungen Jesu unabhängig von, aber zeitnah zur Entdeckung des leeren Grabes erfolgten. Dass dieses in Jerusalem war, könnte Matthäus 28,13 zeigen. Seine Jünger kamen nachts und stahlen ihn. Solche Polemik gegen die Urchristen überliefert auch die Mischna. Damals wurden jüdische Märtyrer für den Ausbau ihrer Gräber geehrt, um ihr Anrecht auf künftige Auferstehung zu betonen, in Klammern Eduard Schweitzer, Klammer zu. Das war den Urchristen verwehrt. Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Lukas 24,5. Warum fehlt Jesu Grab in der ersten Petruspredigten und in den Paulusbriefen? Doch wenn es nicht nachprüfbar leer war, dann hätte sich die Botschaft von seiner Auferweckung in Jerusalem, Apostelgeschichte 2,32, kaum halten können. Klammer auf, siehe unter anderem Paul Althaus, Karl Barth, Klaus Berger, Martin Karrer, Klammer zu. Die Emmaus-Jünger. Nach Lukas 24,13-35 begegneten zwei seiner Jünger Jesus auf dem Weg von Jerusalem nach Emmaus. Sie erkennen ihn nicht, teilen ihm aber ihre maßlose Trauer und Enttäuschung mit. Wir dachten, er sei der Messias, der Israel befreien werde. Darauf legte er ihnen die Schrift aus. Musste der Messias nicht so leiden, um in sein Reich einzugehen? Sie bitten ihn zu bleiben. Er tut es, isst mit ihnen und bricht dabei, wie beim Passamahl vor seinem Tod, das Brot. Da gingen ihre Augen auf und sie erkannten ihn. Jesus verschwindet. Darauf tauschen sie ihr Erlebnis aus, brannte nicht unser Herz, kehren sofort nach Jerusalem um, treffen dort die versammelten Elf und hören deren Bestätigung. Der Kyrios ist wahrhaftig auferstanden und Simon Petrus erschienen.
Der Text repräsentiert lukanische Theologie. Der Evangelist wollte zeigen, wie man auch ohne eigene Vision Christ werden kann. Bibelauslegung, Abendmahl, Austausch der Erfahrungen mit Jesus und gemeinsames Glaubensbekenntnis spiegeln wohl den Ablauf eines urchristlichen Gottesdienstes. Der Name Kleophas für einen der Jünger, der zweite bleibt ungenannt, wurde sichtlich später eingefügt. Wäre der Zeuge historisch, hätte die Urgemeinde seinen Namen in ihre Liste aufgenommen. Der Credo-Satz, auf den der Text zielt, wird von neutestamentlichen Historikern als sehr alt und der Geschichte vorgegeben eingeschätzt. Es erinnert daran, dass Petrus den Auferweckten als erster sah und dies den anderen mitteilte. Auch Markus 16,7 nennt ihn neben den übrigen Jüngern. Das bestätigt den Anfang der Jerusalemer Zeugenliste. Die Elfervision. Alle Evangelien berichten von einer Erscheinung Jesu vor dem Kreis der ersten Jünger. Dabei reden die Synoptiker ausdrücklich von 11 Jüngern, da Judas Iskariot nicht mehr zu den 12 gerechnet wurde. In Klammern, nach Matthäus 27,5 hatte er sich erhängt. Das Johannesevangelium nennt keine Zahl, jedoch wird Judas auch dort nicht mehr erwähnt. Alle Evangelien begründen mit der Erscheinung Jesu die Beauftragung der Jünger zur Völkermission. Jedes Evangelium formuliert diese anders und zeigt so seine besondere theologische Sicht. Matthäus 28,1-20 übernahm und veränderte die Grabgeschichte. Die Frauen, die sich bei Markus noch fürchteten und nichts weiter sagten, freuen und beeilen sich nun, ihren Auftrag auszuführen. Sie begegnen Jesus selbst, der durch sie die Jünger zu einem Berg in Galiläa bestellt. Dort erscheint er ihnen, offenbart seine von ihm, von Gott übergebene Macht, sagt ihnen seine Geistesgegenwart und Wiederkunft zu und beauftragt sie zur Völkermission. Dieser schließt die Taufe auf seinen Namen und das Halten all seiner Gebote, in Klammern Bergpredigt Matthäus 5-7, Klammer zu, ein. Punkt 2. Lukas 24,36-53 und Johannes 20,19-23 teilen gemeinsame und verschiedene Motive der Jüngersendung. Jesus erschien am Abend des Sabbatfolgetages nach seinem Tod, trat zu den Versammelten, Klammer auf, durch verschlossene Türen, Klammer zu, grüßte sie mit dem Friedensgruß Shalom, überwand ihre Angst und ihren Unglauben, Klammer auf, Lukas, durch demonstratives Essen, Johannes durch Zeigen der Wundmale, Klammer zu, legte ihnen die Schrift zu aus, Lukas, beziehungsweise gab ihnen den Heiligen Geist, Johannes, sandte sie in die Welt zur Verkündigung der Sündenvergebung und Buße, siehe Lukas, beziehungsweise zum Erlassen oder Behalten der Sünden, siehe Johannes. Drittens, Markus 16,9-20 ist ein späterer Anhang an das ursprüngliche Ende des Evangeliums. Er setzt die Jesusbegegnung Marias, Johannes 20, und der Emmaus-Jünger, siehe Lukas 24, schon voraus, die Markus noch nicht kannte. Er bringt die verschiedenen Erscheinungsberichte in einer Abfolge, um Widersprüche auszugleichen. Dabei widerspricht er jedoch der Zeugenliste. Dort steht die Elfervision aller Erstberufenen am Anfang, hier am Ende. Der universale Missionsauftrag der Christen enthält nun auch die Vollmacht zum Austreiben von Dämonen, analog zu den bei Markus überlieferten Exorzismen Jesu. Alle Evangelien betonen die Identität der Auferweckten mit der gekreuzigten Person, des Neuen mit dem alten Leib. Damit wehren sie wohl die gnostische These vom Scheintod des Erlösers ab. Dass der Auferstandene sich ernährte, hieß aber, dass er nur wiederbelebt, nicht unsterblich war. Doch die Texte verkünden auch, dass er den Naturgesetzen nicht mehr unterworfen war, sondern durch Wände ging, siehe Johannes 20,19, und an verschiedenen Orten zugleich erschien, siehe Lukas 24, Verse 33-36. Nach 1. Korinther 15,50 und folgende kann der Alte den neuen Leib nicht erben, sondern der himmlische Leib verwandelt den irdischen völlig. Insofern bestätigte Paulus, der nichts vom leeren Grab Jesu zu wissen schien, die Evangelienberichte indirekt. Ob und wo Jesus sich den 11 Jüngern zeigte, in Galiläa, siehe Markus, Matthäus, oder in Jerusalem 2 Tage nach seinem Tod, siehe Lukas und Johannes,
ist nicht mehr zu ermitteln. Beides war bei einer Jüngerflucht drei Tage zuvor unmöglich. Darum erklärt jeder Evangelist das Jüngertreffen anders. Bei Matthäus erschien Jesus den Frauen am Grab zusätzlich zu den Engeln. Bei Lukas veranlasst das Emmauserlebnis die sofortige Rückkehr der Elf. Bei Johannes blieb Petrus in Jerusalem und betrat Jesu Grab, während Maria ihn zuerst sah. So verknüpften die Evangelisten die Grabgeschichte auf widersprüchliche Weise mit den Erscheinungen, um das Jüngertreffen zu erklären. Spätere Erscheinungstexte. 1. Markus 9,1-13 erinnert mit Jesu Verklärung auf einem Berg in Galiläa an eine nachösterliche Jesusvision für Petrus, Jakobus und Johannes. Diese Namen nennt Galater 2,9 als Säulen der Urgemeinde. Man kann also annehmen, dass sie ihr Führungsamt aufgrund einer solchen Jesusvision erhielten. Markus deutet diese als vorösterliche Offenbarung des erwählten Sohnes Gottes, der Moses in Klammern Judentum und Elia in Klammern Johannes der Täufer, Mandeismus in Klammer zu, abgelöst habe. 2. Johannes 20,1-18 formt die überlieferte Grabgeschichte zu einer Selbstoffenbarung des Auferweckten um. Der Text widerspricht offenbar bewusst der synoptischen Tradition. Maria Magdalena, nicht Petrus, sah Jesus zuerst. Dafür betrat Petrus als erster das leere Grab. Die johannäische Endredaktion hat dem nochmals widersprochen und den Jünger, den Jesus liebte, eingefügt. Sie lässt ihn mit Petrus um die Wette laufen und das leere Grab zuerst betreten, um seine Autorität zu untermauern. Das bestätigt, ohne Jesu eigenes Erscheinen konnte das leere Grab nur Furcht und Entsetzen, aber keinen Glauben an Jesu Auferstehung bewirken. Es bestätigt auch, Frauen waren, ob sie ihn selbst sahen oder nur sein Grab leer fanden, die ersten Osterzeugen. 3. In Johannes 21, Verse 1-14 erscheint Jesus sieben seiner ersten Jünger am Ufer des See Genezareth, wo er sie anfangs berief. Er hilft ihnen, einen großen Fischfang zu machen. Der Jünger, den Jesus liebte, erkennt als erster, es ist der Kyrios. Dieser lädt sie zum gemeinsamen Mahl ein, bereitet es vor und isst mit ihnen. Auch dieser Text wurde an einen früheren Schluss des Evangeliums angehängt, in Klammern Johannes 20,31, und gehört zu seiner Endredaktion. Er setzt die Episode vom wunderbaren Fischzug, in Klammern Matthäus 4,18-22, Lukas 5, Verse 1-11, Klammer zu, voraus, erinnert an die ersten Jüngerberufungen Jesu, in Klammern Markus 1,16-20, Klammer zu, will die Adressaten so zur Mission ermutigen und Neugetaufte zum Abendmahl einladen. Der Fisch wurde für verfolgte Christen in Rom zum geheimen Erkennungszeichen. Griechisch Ichthos steht für das Credo Iesus Christus Theos, Iesus Soter, in Klammern Jesus der Messias, Gottes Sohn, ist der Retter, Klammer zu. Unterpunkt Rekonstruktionsversuche des Ablaufs der Osterereignisse. Was nach Jesu Tod geschah, erzählen die Evangelien teils übereinstimmend, teils voneinander abweichend. Daher lässt sich ein genauer Ereignisablauf kaum noch rekonstruieren. Das Neue Testament gibt nur einige Anhaltspunkte. 1. Jesus wurde noch am Vorabend des Sabbat in ein frisches Felsengrab gelegt. Einige Frauen aus seiner Anhängerschar sahen, wo man ihn begrub. 2. Am Tag nach dem Sabbat wollten sie den Toten einbalsamieren. Dabei fanden sie sein Grab leer vor. 3. Die Jünger waren inzwischen getrennt nach Galiläa zurückgekehrt. Auf dem Weg dorthin hatten einige von ihnen eine Vision, die sie beschrieben. Jesus wurde auferweckt. 4. Diese Visionen ähnelten sich, fanden aber unabhängig voneinander zeitlich und räumlich gestreut statt. Siehe Lukas 24,34. 5. Daraufhin suchten die Jünger erneut Kontakt, tauschten ihre Erlebnisse aus und kehrten nach Jerusalem zurück. Dort erwarteten die Juden gemäß biblischer Prophetie das Weltende. Und 6. In der Stadt trafen sie die Frauen, die ihnen das leere Grab zeigten. Ihr Bericht davon wurde daraufhin zur Verheißung des Sehens Jesu in Galiläa umgeformt.
Die Rückkehr der Jünger nach Jerusalem erfolgte also wahrscheinlich unabhängig von einer Grabentdeckung der Frauen. Sie kehrten dann nicht unbedingt gleichzeitig, sondern aufgrund je eigener Erfahrungen und Nachrichten vom auferstandenen Jesus dorthin um. Deshalb nehmen eine Reihe von neutestamentlichen Exegeten (H. von Campenhausen, W. Pannenberg, M. Karrer) an, dass die ältesten Notizen von Jüngern, denen Jesus unterwegs nach Galiläa erschien, echte Erlebnisse widerspiegeln, da anders die Gemeindegründung in Jerusalem nach der Jüngerflucht kaum zu erklären sei. Andere neutestamentliche Forscher wie G. Lüdemann dagegen halten die Auferstehungsberichte für rein subjektive Projektionen ohne äußeren Anlass. Wer von den Jüngern eine solche Vision des auferweckten Jesus hatte, wann und wo, bleibt im Neuen Testament mehrdeutig. Die Evangelien bestätigen nur die Erstvision des Petrus und einiger anderer ungenannter Jünger, ohne diese näher zu beschreiben. Von einer Erscheinung Jesu vor 500 Brüdern und allen Aposteln, wie sie die älteste Zeugenliste aufführt, wissen sie nichts. Die Himmelfahrt, Apostelgeschichte 1, galt nur dem Elferkreis. Die Massenvision meint eventuell eine Massentaufe wie die nach der Pfingstpredigt, siehe Apostelgeschichte 2,41. Unterabschnitt: die theologischen Deutungsmotive der Ostertexte. Unterpunkt: Gott hat gehandelt. Alle Ostertexte des Neuen Testament verkünden, nur Gott selbst konnte Jesus auferwecken, niemand war dabei. Nur der Auferweckte selbst konnte sich dann seinen Jüngern offenbaren. Von sich aus erkannte ihn niemand. Nur einige der ersten Jünger und Paulus sahen den Auferstandenen. Dieser war nur eine befristete Zeit lang zu sehen, siehe Apostelgeschichte 1,2-5. Darin stimmen Zeugenliste, Evangelien und Apostelgeschichte überein. Das betont den besonderen Charakter des Verbündeten als ein reales Ereignis, das aber außerhalb aller sonst bekannten Wirkungszusammenhänge steht, in Klammern Wunder. Es ist nicht von außen einsehbar, sondern wurde nur einem kleinen Kreis von Zeugen offenbart. Wer dem Neuen Testament glauben möchte, kann nur dem Glauben dieser ersten Zeugen glauben und ihrem Zeugnis trauen oder aber nicht. Hier liegt der Grund für die Bandbreite der Deutungen. Während rationalistische Theologen und Religionskritiker von Betrug, in Klammern Hermann Samuel Reimarus, Klammer zu, Fiktion und subjektiven Visionen, in Klammern David Friedrich Strauß, Klammer zu, Projektion, Klammer auf, Ludwig Feuerbach, Sigmund Freud, Klammer zu, mythologisches Selbstverständnis, in Klammern Rudolf Bultmann, apologetischen Legenden, in Klammern Hans Grass, Klammer zu, und anderem sprechen und dieser aus einer Verarbeitung von Schuldgefühlen erklären, in Klammern Gerd Lüdemann, versuchen evangelikale, konservative und fundamental katholische Theologen, in Klammern zum Beispiel Walter Künneth, Wolfhard Pannenberg, Klammer zu, Jesu Auferstehung als historisches Ereignis auszuweisen. Eine Mittelposition vertrat Karl Barth. Er betonte das objektive Geschehen hinter den Glaubenszeugnissen, das aber prinzipiell nicht historisch verifizierbar sei. Nächster Unterpunkt: Der Auferweckte schenkt Versöhnung und überwindet so den Unglauben. Die Ostertexte betonen die Identität des nun Auferstandenen mit dem zuvor Gekreuzigten. Sie erinnern Jesu Jünger damit an ihr Versagen angesichts seines Todes. Sie hatten ihn verraten, verlassen und verleugnet. Nur er selbst konnte also ihren Unglauben überwinden. Er tat dies, indem er sich mit ihnen versöhnte. Erst das öffnete ihre Augen. Das gemeinsame Essen gab ihnen erneut und diesmal unwiderruflich Anteil am Heil. Diesen Aspekt betonen besonders die Evangelien. Das ist der Sinn der Mahlmotive in ihren Erscheinungstexten. Darum feiert die Urgemeinde in jedem Gottesdienst das Abendmahl. Nächster Unterpunkt: Der gekreuzigte Jude aus Galiläa ist ja zu Gott erhöhte Sohn Gottes. Mit der Versöhnung zugleich schuf der Auferstandene die Erkenntnis, wer er in der Wahrheit ist, der von Gott gesandte und zu Gott erhöhte Christus. Dieser Mensch ist also der endgültige Offenbarer dieses Gottes und sein einzigartiges Ebenbild. Als solchen haben ihn die Urchristen dann verkündet, während sie vor seinem Tod noch
wie er das Reich Gottes verkündigte (Mt 10,7). Der Sohn-Titel beinhaltet dabei auch schon die Aspekte der ewigen Erwählung (Präexistenz Christi), Präsenz, Weltherrschaft und Wiederkunft. Nächster Unterpunkt: Der Sohn Gottes ist der kommende Weltrichter. Alle Urchristen deuten Jesu Erscheinen als Auferweckung. Das war von ihren jüdischen Glaubensvoraussetzungen eher undenkbar. Auferweckt werden sollten die Toten gemeinsam, und zwar erst am Ende der Welt, wenn Gott zum Gericht erscheint. Ein nach jüdischem Recht Verurteilter, der gekreuzigt wurde, galt als von Gott verflucht. Er wäre im jüdischen Glauben nicht auferweckt oder im Endgericht verworfen worden. Die Texte zeigen nach der verzweifelten Jüngerflucht unübersehbar ihre Freude über die überraschende Wende. Jesu Erscheinen war für sie völlig unerwartet und rief zuerst Furcht hervor, denn damit kam der Richter, um sein Endgericht vorwegzunehmen und in Kraft zu setzen. Besonders Paulus, der Verfolger der Urgemeinde, erfuhr das. Ihm gegenüber zeigte sich der inthronisierte Menschensohn im Lichtglanz der Herrlichkeit Gottes (Apostelgeschichte 9,3, 2. Korinther 3,18). Darauf konnte nur Verstummen, Erblinden und Kniefall folgen. In seiner Berufungsvision fehlen daher das Mahlmotiv, das Sendungsmotiv und der Schriftbeweis. Diesen führte Stephanus bereits von dessen Missionspredigt (Apostelgeschichte 7) Paulus wohl gehört hatte. Erst nach seiner Taufe empfing er laut Apostelgeschichte 22, Vers 16 und fortfolgende den Auftrag zur Völkermission. Nächster Unterpunkt: Das Kommen des Richters wird die Welt vollkommen verwandeln. Jesu Auferweckung bekräftigte für die Urchristen die Zukunftserwartung der jüdischen Prophetie (Jesaja 25,8, 35,10 und Hesekiel 37, 12 bis 14 und Apokalyptik (Daniel 7, 2 bis 14) von einer endzeitlichen Verwandlung der Schöpfung und Überwindung des Todes (1. Korinther 15, Offenbarung 21, 3 bis 5). Darum verkündeten sie ihn als ersten der Entschlafenen (1. Korinther 15, 20) sahen mit seiner Auferstehung also die Zukunft aller Toten und den Vorschein der neuen Schöpfung voraus und erwarteten sein Wiederkommen noch zu ihren Lebzeiten (1. Korinther 15, 51, Markus 13, 30). Daher spielte das leere Grab in der urchristlichen Verkündigung keine primäre Rolle. Es war nur eine sekundäre Bestätigung für die eigentliche Osterbotschaft. Es betonte die Realität des neuen Lebens Jesu und wies die Angeredeten vom Vergangenen weg zur Zukunft. Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Lukas 24,5. Letzter Unterpunkt: Die Geistesgegenwart des Auferstandenen sendet die, die an ihn glauben, zur Völkermission. Die Gabe des Heiligen Geistes im Pfingstereignis bekräftigte für die Urchristen die Überwindung des Fluchs der Sprachverwirrung aus Genesis 11. Gab ihnen also Hoffnung auf Völkerverständigung und Frieden, siehe Apostelgeschichte 2, 1-11. Schon die ersten Petruspredigten verkündeten Jesu Auferweckung daher als ein Zurufen der Völker und Erfüllung des Völkersegens Abrahams (Apostelgeschichte 2, Verse 14 und folgende, 3, Vers 12 und folgende, 4, Vers 8 und folgende). Diese Erfüllung begann wie zu Lebzeiten Jesu mit dem Heilen der geschädigten Kreatur. Siehe Apostelgeschichte 5, Verse 12 und folgende. Diese Aspekte oder Dimensionen der Auferstehung Jesu sind im Neuen Testament untrennbar, treten aber nicht überall zugleich auf. Die weitere Christologie und Soteriologie entfalten sie dann je nach Situation der angeredeten Gemeinden. Abschnitt: Leiden und Kreuzestod. Der Tod Jesu Christi war für die Urchristen ebenso zentrales Glaubensthema wie seine Auferweckung. Frühe Credo-Formeln nennen beide Daten immer miteinander. Sie deuten den Tod sprachlich variabel, aber inhaltlich übereinstimmend als Dahingabe Jesu bzw. Gottes für seine Anhänger, sein Volk und alle Menschen. Schlüssel dazu waren die Abendmahlsworte.
(Markus 14,22-25; 1 Korinther 11, Verse 23 und 26). Bald darauf wurden diese Bekenntnissätze erzählend entfaltet. Die Passionsberichte der Evangelien werden auf eine gemeinsame Grundform aus der Jerusalemer Urgemeinde zurückgeführt. Sie beantworten je auf ihre Weise die Frage der Jünger nach dem Sinn des Leidens und Sterbens Jesu mit Hilfe der Schrift (Lk 24, Verse 14-17). Spätere Gemeindebriefe haben Jesu Tod theologisch verschieden ausgedeutet. Der Passionsbericht bei Markus: Das Markusevangelium ist als Passionserzählung mit ausführlicher Einleitung (Martin Kähler) komponiert. Markus verknüpft Jesu Wirken in Galiläa mit Hilfe der Leidensankündigungen (Markus 8,31; 9,31; 10,33) eng mit seinem Ende in Jerusalem und stellt es als Vorwegnahme der in der biblischen Apokalyptik verheißenen Endzeit dar. Mit Hilfe des Konzepts vom Messiasgeheimnis erklärt er, dass Jesus seine Identität zuerst geheim hielt, um sich erst in seinem Sterben als Messias und Menschensohn zu offenbaren. Das markinische Passionsbericht beginnt mit Jesu Ankunft in Jerusalem, gefolgt vom letzten Mahl im Rahmen eines Pessach, Festnahme, Prozess, Übergabe, Kreuzigung und Grablegung Jesu. Der Kern dieses festgefügten Ablaufs kann durch das Urcredo (1. Korinther 15,3-5) veranlasst worden sein. Jesus sagt hier am Vorabend seines Todes zu dem versammelten Zwölferkreis, der für ganz Israel stand und Judas Iskariot einschloss (Markus 14,24): „Das ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird.” Der Ausdruck „ für die vielen “bedeutet auf Aramäisch eine inklusive Vielzahl, also „ für alle “, und zitiert aus Jesaja 52,13-53,12. Dort wird der stellvertretend für das ganze Volk und seine Führer leidende Knecht Gottes verheißen. Manche sehen hier im Anschluss an Joachim Jeremias eine historische Erinnerung an Jesu eigene Deutung in Markus 10,45. Die Kreuzigung Jesu nimmt das Endgericht über die ganze Erde vorweg. Darauf verweisen die Gerichtsfinsternis und das Stundenschema, siehe Markus 15,33. Die Gerichtsansagen in Israels Prophetie symbolisch erfüllen, unter anderem Amos 5,18 und Joel 2,2, und Aussagen: Hier vollzieht Gott seinen vorherbestimmten Plan. Hier läuft die Frist ab, die aller Gewaltherrschaft gesetzt ist (Daniel 7,12). Der Text verkündet also, das Endgericht über Israel und die Völkerwelt fand schon statt. Gott selbst habe seinen Sohn dahingegeben, um Israel und alle Menschen aus diesem Gericht zu erretten. Jesu betet am Kreuz für seine jüdischen Ankläger und römischen Henker mit den Worten des 22. Psalms (Markus 15,34): mein Gott, warum hast du mich verlassen?" Dieser Psalm wurde seit dem Exil auf das ungerechte Leiden ganz Israels bezogen. Zu Unrecht zum Tod verurteilte Juden beteten so in Babylonien, Rom, Auschwitz, Bergen-Belsen und anderswo bis heute. Jesu Gottverlassenheit hat eine exklusive und eine inklusive Seite. Als der für die Menschheit Gerichtete erleidet er das Gericht stellvertretend für die Menschheit. Nur er kann das tun, nur er tut das. Niemand anderes kann und soll das noch tun. Als der mit und für alle ungerecht Leidenden schreit er nach Gottes Gerechtigkeit. Beide Seiten sind nicht von der Geschichte des jüdischen Volkes zu trennen. Denn der Beter vom Psalm 22 appelliert an den Gott des Exodus und stellt sein Leiden in Israels Gesamtgeschichte hinein. Er betet und leidet mit seinem Volk und für sein Volk (Klaus Westermann). Markus überliefert einen Abschiedsschwur Jesu beim Passahmahl (Markus 14,25): „Von nun an werde ich nicht mehr trinken vom Gewächs des Weinstocks, bis ich es neu trinken im Reich Gottes.” Demgemäß lehnt er am Kreuz den Betäubungstrank seiner Henker ab (Markus 15,23)
nimmt aber nach seiner Gerichtsklage (Mk 15,34) den Weinessig aus der Hand von Juden an, die hofften, der Prophet Elija werde ihn retten. Das Gericht Gottes ist also für Markus nicht vom Eingehen (kenosis) Jesu in die Leidens - und Hoffnungsgeschichte Israels zu trennen. Gerade im Sterben Jesu liege Hoffnung. Gott selbst sei darin präsent, leide und sterbe mit seinem Sohn. Gottes Reich werde kommen und alle Gewaltherrschaft überwinden. Jesus selber habe diese Zusage Gottes für alle hoffnungslos Versklavten und Gefolterten ultimativ bekräftigt, indem er sein Leben am Fest der Befreiung Israels für alle Völker hingab. So begründet die älteste narrative Deutung des Kreuzestodes Jesu eine unkündbare Solidarität von Christen mit Juden und allen zu Unrecht Verfolgten. Unterpunkt: Deutungsmotive im Neuen Testament. Die Urchristen deuteten Jesu Leiden und Tod größtenteils mit biblischen Kategorien und Motiven. Es folgt eine Tabelle, in der linken Spalte das Motiv, in der rechten das Vorkommen in der Bibel. Motiv: Bindung. Vorkommen in Markus, Paulus, Hebräer. Motiv: Dahingabe. Vorkommen in Matthäus, Markus, Lukas, Paulus, Epheser, Kolosser, 1. Petrus. Für die vielen (Jesaja 53) Vorkommen Matthäus, Markus, Lukas, Paulus, Hebräer, 1. Petrus. Motiv: Für die Menschheit die Freunde. Vorkommen in Johannes. Motiv: Fluch. Vorkommen in Galater. Motiv: Kontrastschema gestorben durch Menschen, auferweckt durch Gott. Vorkommen Apostelgeschichte. Motiv: Leiden für. Vorkommen in Matthäus, Markus, Lukas, Paulus, Hebräer, 1. Petrus. Motiv: Leiden des Gerechten. Vorkommen 1. Johannes. Motiv: Loskauf, Lösegeld, Erlösung. Vorkommen in Matthäus, Markus, Paulus, Epheser, Kolosser, Pastoralbriefe, 1. Petrus, Offenbarung. Motiv: Löschung der Schuldurkunde. Vorkommen in Epheser, Kolosser. Motiv: Erfüllung der Schrift (Klammern muss). Vorkommen in Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Motiv: Paschalam. Vorkommen in Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, Paulus, Offenbarung. Motiv: Prophetenverfolgung. Vorkommen in Matthäus, Markus, Lukas, 1. Thessalonicher. Motiv: Sühne. Vorkommen in Matthäus, Markus, 1. Johannes, Paulus, Epheser, Kolosser, Hebräer, 1. Petrus, Offenbarung. Motiv: Versöhnung. Vorkommen in Paulus, Epheser, Kolosser. Ende der Tabelle. Abschnitt: Urchristliche Titel. Die hebräische Bibel war für die Jünger Jesu und das Urchristentum der Schlüssel, Jesu Tod und seine Auferweckung als vorherbestimmten Willen Gottes zu verstehen. Daraus erklären sich viele Jesu zugedachte Titel wie Sohn Davids, zweiter Adam, sowie Analogiebildungen wie Adonai, Kyrios, Maschiach, Christos und so weiter. Viele historisch-kritische Neutestamentler halten es für wahrscheinlich, dass Jesus sich selber mit keinem von der jüdischen Tradition vorgegebenen Hoheitstitel bezeichnete oder identifizierte. Unterpunkt: Sohn Davids. Auf einen Sohn Davids, einen Nachfahren von König David, der Groß-Israel gründete, seine Feinde besiegte und den Tempelbau einleitete, richtete sich die eschatologische Erwartung in der Spätzeit des Alten Testaments. David erhielt die Zusage ewiger Thronfolge (Klammern 2. Samuel 7, 13 und folgende, Klammer zu). Nachdem er die Bundeslade des alten Zwölf-Stämme-Bundes nach Jerusalem überführt hatte,
Daran knüpfte die Exilsprophetie nach dem Untergang des Königtums an. Der Messias wurde als später Spross der Davidsippe erhofft (Jesaja 11,1). In der Qumran-Gemeinde wird dieses Messiasbild mit der vom Volk erhofften gerechten Rechtsprechung für die Armen und Heilung der Kranken verbunden. Wo Jesus im Neuen Testament Sohn Davids genannt wird, stehen derartige Erwartungen im Vordergrund. Dem hat Jesus nicht widersprochen (Markus 10, Verse 46 bis 52). Aber der neue David sollte Israel auch gewaltsam aus der Hand seiner Feinde befreien. Dem hat Jesus zeichenhaft widersprochen und stattdessen an den machtlosen Messias Zacharias erinnert. Siehe Markus 11, Verse 1 bis 10. Er soll auch betont haben, dass der Messias kein Nachfahre, sondern Vorfahre Davids und diesem übergeordnet sei. Markus 12, Vers 35 und folgende. Das spielte offenbar auf den präexistenten Menschensohn an, der aus Gottes Bereich stamme. Siehe Daniel 7, Vers 13 und folgende. Unterpunkt Christus. Christos, griechisch, übersetzt das hebräische Wort Maschiach, der Gesalbte. Die Salbung des Hauptes mit kostbarem Öl durch einen Propheten zeigte in Israel die göttliche Berufung eines neuen Königs an. 1. Samuel 10. Der Hoheitstitel bezeichnete also Thronanwärter, die so zu Schutz und Hilfe für das Volk beauftragt und verpflichtet wurden. Nach dem Untergang des Königtums (586 v. Chr.) wurde der Titel auf den Hohenpriester übertragen. Erst in nachbiblischen Texten wie den Qumran-Schriftrollen bezeichnet er manchmal auch den seit Jesaja für die Endzeit erwarteten Heilsmittler. Die Evangelien verwenden den Titel für Jesus im letzten Sinn jedoch nur selten und nie in Eigenaussagen Jesu. Die Messias-Erwartung wurde demnach von außen an Jesus herangetragen. Dabei betonen die Texte, dass er sich von falschen Erwartungen seiner Zeitgenossen abgegrenzt habe. So folgt dem Messias-Bekenntnis des Petrus Jesu Hinweis auf sein notwendiges Erlösungsleiden (die erste Leidensankündigung im Markus-Evangelium). Da die biblische Tradition Könige, Priester und einen Propheten Israels als von Gottes Gesalbte bezeichnet, besagt der Christustitel im Neuen Testament, dass Jesus alle drei Funktionen für sein Volk und die Völker ausübte und übernahm. Im Erzählzusammenhang wird die Messiaswürde Jesu durch sein Lehren und Entscheiden (Bergpredigt), Heilen und Retten (Wunder Jesu), vor allem aber durch seine stellvertretende Schuldübernahme veranschaulicht. Diese Rolle war im Tanach nicht vom Messias, aber vom Gottesknecht (Jesaja 53) angekündigt worden. Unterpunkt Sohn Gottes. In der hebräischen Bibel bezeichnet Sohn Gottes zum einen jeden gottesfürchtigen Israeliten, zum anderen das ganze Volk (Hosea 11,1), meist aber den König Israels (2. Samuel 7,14), Psalm 2, Vers 7, Psalm 89, Vers 27 und folgende. Texte aus Qumran verwenden den Titel einmal auch für den Heilsbringer. Im Neuen Testament wird er in dieser Form von Kajaphas an Jesus herangetragen (Markus 14,61) und dann im hellenistisch beeinflussten Urchristentum verwendet. Die Paulusbriefe (zum Beispiel Römer 1, Vers 3) und das Markus-Evangelium (zum Beispiel Markus 15, Vers 39) verwenden vorzugsweise den Sohn Gottes-Titel, um die Besonderheit dieses Messias gegenüber dem Judentum hervorzuheben. Die Adoptionsaussage Gottes im Zusammenhang der Taufe Jesu „Du bist mein geliebter Sohn“ (Markus 1,11) zitiert indirekt Psalm 2 „Mein Sohn bist du“, der auf ein Krönungsritual für israelische Könige bezogen wird. Das Johannesevangelium (5,19) und folgende
und 8,35 und folgende) lässt Jesus von sich oft als dem Sohn oder auch direkt als dem Sohn Gottes reden (Johannes 5,25, 9,35 – 37, 10,36). Unterpunkt Gott. Jesus selbst nannte sich nie Gott, aber Thomas sprach ihn mit mein Herr und mein Gott an (Johannes 20,28). Auch in mehreren Briefen wird Jesus ausdrücklich als Gott bezeichnet. In seinem Sohn Jesus Christus, dieser ist der wahrhaftige Gott (1. Johannes 5,20). Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilands Jesus Christus (Titus 2,13). Weitere in diese Richtung zielende Aussagen finden sich in Johannes 1,1, Römer 9,5, Kolosser 2,2, Hebräer 1,8 – 10, 2. Petrus Kapitel 1,1. Daraus wird gefolgert, das Neue Testament bezeichnet Jesus als Gott. Eine Gleichsetzung von Jesus mit Gott wird mehrmals auch indirekt ausgedrückt, indem Aussagen wie „Ich bin das Alpha und das Omega“ sowohl im Mund Gottes als auch im Mund Jesu erscheinen (Offenbarung 1,8, Offenbarung 22,13). Unterpunkt Menschensohn. Der Titel Menschensohn bezieht sich im Buch Daniel auf einen Heilsmittler der Endzeit. In der Vision vom Endgericht erscheint er nicht mehr als Nachkomme Davids und irdischer König, sondern als Himmelswesen. Er werde Gottes Reich verkörpern und durchsetzen, nachdem Gott selbst das Endgericht über alle irdische Gewaltherrschaft vollzogen habe. Daraufhin würden alle Menschen ihm dienen und sein Reich werde ewig sein (Daniel 7,2-14). Damit hielt die jüdische Apokalyptik in einer Situation der äußersten Existenzbedrohung des Judentums die früheren prophetischen Verheißungen fest, die von dem Messias Völkerfrieden erwartet hatten. Dieser wurde nun nicht mehr als innergeschichtliche Entwicklung, sondern erst vom Kommen Gottes zum Endgericht, also zugleich mit dem Ende der Weltgeschichte, erhofft. Der Menschensohn-Titel taucht im Neuen Testament nur in wörtlicher Rede Jesu auf. In Texten, die der hypothetischen Logienquelle zugeordnet werden, redet er stets in der dritten Person vom kommenden Menschensohn. Die Frage, ob er sich oder einen anderen gemeint hat, gehört zu den wichtigsten Streitthemen in der neutestamentlichen Forschung. Bei Markus nimmt Jesus schon in Galiläa die Vollmacht des Menschensohns in Anspruch, um Sünden zu vergeben (Markus 2,10) und am Sabbat zu heilen (Markus 2,28). Später kündigt er die Auslieferung des Menschensohns an seine Feinde an (Markus 8,31). Nach Markus 10,35 – 45 sei der Menschensohn zum Dienen, nicht zum Herrschen und zur Hingabe seines Lebens für die vielen gekommen. Dieser Ausdruck spielt auf Jesaja 53 an, verbindet also die Menschensohnerwartung mit der Verheißung des leidenden Gottesknechts. Das Sterben des Menschensohns war in Daniels Vision nicht vorhergesehen, weil er dort erst erscheint, nachdem Gott Israels Feinde besiegt hat. Die apokalyptische Umkehr der Machtverhältnisse nach dem Endgericht wird im Neuen Testament also vom vorherigen stellvertretenden Leiden des Stellvertreters Gottes für Israel abhängig gemacht. Darum konnten die Urchristen Jesu Sterben später als der Menschheit dienenden Machtverzicht des Sohnes Gottes (Philipper 2,7) und stellvertretende Übernahme des Endgerichts (Markus 15,34) deuten. In den Reden über das Endgericht (Markus 13, Matthäus 25, Lukas 21, Johannes 3, Johannes 5,19 – 30) erscheint der Menschensohn als Weltrichter. Er vertritt also Gott selbst in dieser Funktion. Nach Ostern ersetzte die Jerusalemer Urgemeinde den Menschensohn-Titel durch den Kyrios-Titel, um Jesu Erhöhung an Gottes Seite auszudrücken. Nur Stephanus bekannte sich zum erhöhten Menschensohn (Apostelgeschichte 7,56).
und wurde dafür vom Sanhedrin zu Tode gesteinigt. Kyrios. Kyrios (griechisch: Herr) übersetzt das hebräische Adonai (meine Herren) ins Griechische. Diese Anrede ersetzt den Gottesnamen JHWH im nachexilischen Judentum, demgemäß verwendete die Septuaginta durchgängig Kyrios an dessen Stelle. Die Urchristen übertrugen diesen Titel auf Jesus. Er kommt für ihn in fast allen neutestamentlichen Schriften außer den Johannesbriefen und dem Titusbrief vor und ist somit der zweithäufigste Titel Jesu im Neuen Testament. Der Titel spielt bei Markus und Matthäus eine eher untergeordnete Rolle, wird aber von Lukas häufig verwandt (Lukas 1,43, Lukas 2,11, Lukas 24,34, Lukas 1,76). Wilhelm Bousset sah den Titelgebrauch bei hellenistischen Urchristen von griechischen Mysterienkulten her beeinflusst, deren Anhänger ihre Kultgötter als Kyrios anriefen. Die Jerusalemer Urgemeinde habe ihn nicht verwendet. Oskar Kullmann hingegen verwies auf den religiösen Gebrauch des Titels auch im Judentum. Die Urgemeinde habe ihn daher ebenfalls verwendet. Das hebräische Adonai und das aramäische Mar wurden im profanen und religiösen Kontext verwendet. So werden im Genesis-Apokryphon aus Qumran Menschen und Gott ohne sprachliche Unterschiede als Herr (Mar) angesprochen. Die Formel Maranatha (unser Herr kommt) zum Beispiel in 1. Korinther 16, Vers 22 gilt als einer der frühesten Glaubenssätze aus der Urgemeinde neben Philipper 2, Vers 11 (Jesus Christus ist der Herr). Im Neuen Testament bezieht sich der Kyrios-Titel auf die Heiligkeit, Machtfülle und Weltherrschaft Jesu Christi. Besonders Psalm 110, Vers 1 wurde zur Übertragung des Titels von Gott auf Jesus herangezogen. Vergleiche Matthäus 22, Vers 44. So spricht der Herr zu meinem Herrn, setz dich mir zu Rechten. Der Messias ist in der jüdischen Tradition ein von Gott erwählter, aber sterblicher Mensch. Dass Juden, die an Jesus als Messias glaubten, ihn wie Gott als Kyrios anriefen, gilt auch als Indiz dafür, dass der historische Jesus den Titel des kommenden Menschensohns von Daniel 7 verwendete. Weil man respektierte, dass Jesus sich vor Ostern so nannte und nun zu Gott erhöht worden war, habe der Kyrios-Titel den Menschensohn-Titel nach Ostern ersetzt. Unterpunkt Lamm Gottes. Der Titel Lamm Gottes, Johannes 1,29, steht nach verbreiteter Ansicht für die Sühnopferdeutung des Todes Jesu im Rahmen eines Passafestes, die an die Weissagung vom Gottesknecht Jesaja 53,7 anknüpft. Martin Hastischka bezweifelt jedoch einen auf das Passalamm, die Opferung Isaaks oder das Lamm der jüdischen Apokalyptik zurückgehenden Bezug und hält den Titel für ein allgemein verbreitetes Symbol der Macht und Wehrlosigkeit. Christus als das geschlachtete Passalamm hat im Johannesevangelium auch in der Passion eine wesentliche Bedeutung, wo der Tod Jesu mit dem Zeitpunkt des Schlachtens der Pessachlämmer im Tempel synchronisiert wird. Johannes 19, Verse 14, 31 bis 36. Daneben verwendet 1. Korinther 5,7, 1. Petrus 5,7 und die Offenbarung 5,6 das Bild vom geopferten Lamm. Unterpunkt Logos. Der Titel Logos kennzeichnet im Neuen Testament den Johannesprolog (Johannes 1, Verse 1 bis 14). Der Autor, wahrscheinlich der Evangelist, übersetzte hier zum einen das hebräische Dabar für Gottes unmittelbar wirkende Rede im Tanach mit einem Zentralbegriff der griechischen Philosophie. Zum anderen, und das ist einzigartig, identifizierte er ihn mit der Person des Heilsmittlers und bezog ihn auf dessen Präexistenz vor der Schöpfung. Diese Gleichsetzung unterscheidet den Begriff nach Hans Conzelmann auch von den Begriffen Ebenbild oder Bild Gottes und Weisheit (1. Korinther 1,30) für Jesus bei Paulus. Unterpunkt zweiter bzw. letzter Adam.
Paulus nennt Jesus den zweiten oder letzten Adam und bezieht ihn damit auf den ersten Menschen in der biblischen Schöpfungsgeschichte. Er beschreibt ihn nicht als seinen Nachkommen, sondern als heilenden Gegensatz gegenüber dem aus Erde geschaffenen, durch seine Sünde den Tod für die Menschheit auslösenden Adam, in Klammern Römer 5, Vers 12, komme Jesus vom Himmel her, in Klammern 1. Korinther 15, 47, und habe den Tod für die Menschen überwunden, Römer 5, Vers 17 und folgende. Im Gegenteil zur irdischen, Klammer auf, 1. Korinther 15, 45, Klammer zu, verkörpere Jesus die pneumatische Existenzform, die er selbst wirkend erschaffe, Klammer auf, 1. Korinther 15, 47. Wie Adam zum Stammvater der sündigen Menschheit geworden sei, so gehe aus Jesus die himmlische Gemeinde als Leib Christi hervor, Klammer auf, 1. Korinther 15, 48, vergleiche Kolosser 1, 18. Unterpunkt: Weitere Titel und Attribute. Zudem finden sich im Neuen Testament über 40 weitere Titel und Attribute für Jesus. Es folgt eine Liste. Punkt 1: A und O, Anfang und Ende, Offenbarung 1 bis 8. Arzt, in Klammern Matthäus 9, 12. Abglanz, Bild. Bräutigam, Johannes 3, 29. Brot, in Klammern des Lebens, Johannes 6, 35. Bruder, in Klammern Hebräer 2, 11. Ebenbild Gottes, in Klammern Kolosser 1, 15. Eckstein, in Klammern Epheser 2, 20. Erstgeborener, in Klammern der Schöpfung, Kolosser 1, 15, von den Toten, Offenbarung 1, 5. Freund, in Klammern, Johannes 15, 15. Fürst des Lebens, in Klammern, Apostelgeschichte 3, 15. Gerechter, in Klammern, 1. Petrus 3, 18. Gesandter, Gesetzgeber. Haupt, in Klammern, der Gemeinde, Epheser 1, 22 und 5, 23. Heiliger, in Klammern, Gottes, Johannes 6, 69. Hirte, in Klammern, Johannes 10, 11. Hoher Priester, in Klammern, Hebräer 4, 15. Immanuel, in Klammern, Gott mit uns, Matthäus 1, 23. Knecht, in Klammern, Gottes, Apostelgeschichte 3, 13. Kind, König, in Klammern, Johannes 18, 37, 19, 3, Lukas 19, 38. Leben-Lebendiger, in Klammern, Johannes 11, 25. Lehrer, Meister, in Klammern, Johannes 13, 13. Licht, in Klammern, Johannes 8, 12. Mittler, in Klammern, zwischen Gott und Mensch, 1. Timotheus 2, 5. Morgenstern, Strahlender, in Klammern, Offenbarung 22, Vers 16. Prophet, Johannes 6, Vers 14. Rabbi, in Klammern, Johannes 1, Vers 38. Retter, Schrägstrich Rettender, in Klammern, der Welt, Johannes 4, Vers 42. Richter, Sündopfer, in Klammern, 2. Korinther 5, Vers 21. Tür, in Klammern, Johannes 10, Vers 7. Vorausgehender, in Klammern, ins ewige Heiligtum, Hebräer 6, Vers 20. Wahrheit, in Klammern, Johannes
14, Vers 6 Weg (in Klammern) zu Gott Johannes 14, Vers 6 Weinstock (in Klammern) Johannes 15, Vers 1 Weisheit (in Klammern) 1. Korinther, Vers 30 Widder (in Griechisch) Arnion Offenbarung 5, 6 und Zeuge (in Klammern) Offenbarung 1, 5. Der Artikel Jesus Christus wurde von André Hoog mit dem Benutzernamen ahoog am 10. August 2013 gesprochen. Eine unverbindliche Zusammenfassung der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 Unported kann unter creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deet.de nachgelesen werden. Ein Link auf den vollständigen Text der Lizenz findet sich dort. Der Text der GNU-Lizenz für freie Dokumentation kann unter www.gnu.org/copyleft/fdl-html nachgelesen werden. Der Artikel findet sich unter de.wikipedia.org/wiki/Jesus Christus. Eine Liste der Autoren und die Versionsgeschichte dieses Artikels können über den dortigen Link Versionsgeschichte abgerufen werden.